Grüß euch und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Kochen mit Traudl. Heute gibt's einen schnellen Mittagstisch. Und was heute gibt, das zeige ich euch jetzt. Annehmen: eine Scheibe Toastbrot, eine Scheibe Schinken, eine Scheibe Ananas, eine Scheibe Schmelzkäse und obendrauf die Cocktailkirsche. Fertig ist das Toast Hawaii. Und sowas Tolles gibt's heute auch bei uns. Ein Toast Hawaii. Zwar ohne Kirschen, aber mordsexotisch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ihr habt es ja gerade gehört. Die Zutaten sind überschaubar, aber was wichtig ist, ist, dass ihr einen Ofen habt mit Grillfunktion. Und das schalten wir als erstes gleich ein. Und das sind meine Zutaten. Also das Wichtigste natürlich das Toastbrot. Auf das Toastbrot kommt dann bei mir ein bisschen Butter drauf, der Schinken drauf, die Ananas und der Käse. Und wenn es fertig ist, gibt es ein kleines Tröpfel Preiselbeermarmelade, also nicht die Kirsche. Wenn der Grill seine Gradzahl erreicht hat, also 300 Grad, dann gebe ich meine Toastscheiben auf den Rost und auf die oberste Schiene in den Grill. Und da müsst ihr jetzt aufpassen, denn der wird sehr, sehr schnell braun. Und zu tief braun darf er auch nicht werden. Also immer auf der Hut sein, nicht davor laufen. Das kann jetzt bloß eine Minute dauern. Und schaut jetzt her, das hat jetzt vielleicht eine halbe Minute gedauert, dann ist er schon angetoastet. Jetzt drehen wir ihn nochmal um. Und noch kurz nochmal rein, bis er wieder so ist. Und schon ist er fertig. Zumindest einmal angetoastet. Jetzt streiche ich ein bisschen Butter drauf. Die Butter sollte ein bisschen weich sein, damit es da gleich zum Streichen ist. Mein Schinken, der hat jetzt da so eine dicke Fetthaut da drüber. Das mag ich nicht so gern, das schneide ich runter. Wer das natürlich gern mag, der kann es jederzeit drauf lassen. Und jetzt kommt eben mein Schinken drauf. Und alle schauen, dass nicht zu viel raussteht, weil der sonst ein bisschen so ankokelt. Das nächste ist die Ananas für das Hawaii. Denn sonst, wenn es keine Ananas drauf tut, ist ja bloß ein Schinken-Käse-Toast. Der ist natürlich auch gut. Dann kommt der Käse drauf. Ich habe jetzt heute so einen Müritzer gekauft. Es geht aber ein Edamer, ein Leerdamer. Es muss halt ein Schmelzkäse sein, der ein bisschen zerschmilzt. Und ich mag es ein bisschen üppiger. Ich tue mir da zwei Scheiben rauf. Und jetzt kommt er wieder in den Ofen hinein. Und diesmal aber nicht so weit oben, sondern so in die Mitte. Und da müsst ihr eben auch aufpassen, wenn er anfängt zu zerschmelzen oder ein bisschen bräunlich wird, dann kommt er sofort raus. So, unser Käse ist jetzt schon ganz schön zerschmolzen. Vielleicht hätte er auch ein bisschen dicker geschnitten gehört, weil da, wo die zwei Scheiben um waren, da ist er schöner um die Ananas umgeschmiegt. Und hier ist er eigentlich sehr zerlaufen. Also vielleicht ein bisschen dicker die Scheiben schneiden lassen. Und jetzt können wir schon anrichten. In die Mitte tue ich so ein kleines Löffel Preiselbeermarmelade. Ihr könnt auch Ketchup dazu essen oder eben diese Kirsche eine dort entmitten. Und in der Zeit, wo mein Grill warm geworden ist, da habe ich ein bisschen Salat hergekriegt. Den kann man aufs Teller tun, aber dann ist eben diese Salatsoße überall. Das wird dann ein bisschen matschig, deswegen habe ich es da im Schälchen drinnen. Und so schaut's aus, wenn's fertig ist. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!